Ein weiterer Vorfall, der handelt über die Späße des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Späße des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn eine gewisse Ernsthaftigkeit, weil sonst ist es kein Spaß. In einem Spaß fehlt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber trotzdem waren sie wahr. In ihrem Inhalt waren sie wahr. Auch hier wieder ein Vorfall von einer Frau, deren Namen wir nicht einmal kennen. Also in den Büchern des Hadith ist nicht einmal ihr Name erwähnt worden. Und das zeigt uns auch wieder, dass das nicht nur von renommierten und großen Persönlichkeiten der Fall war bei ihnen. Es war auch bei jedem einzelnen, noch so kleinen Mitglied der Gesellschaft der Fall, dass sie sich auf derartige Weise unterworfen haben. Ich nehme mal an, dass ihr diese Geschichte kennt. Eine betagte Frau kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm: Bitte Allah Ta'ala, dass er mich in das Paradies eingehen lässt. Eine betagte, alte, greise Frau. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ja, Umma Fulan, o Mutter von so und so, innal jannata la tadkhuluha ajuz. In das Paradies wird keine Greise oder kein Greiser betreten. Das Paradies ist nicht für die Greisen gedacht. Punkt. Die Frau denkt, sie akzeptiert das. Sie akzeptiert das bedingungslos, ohne so mit ihm zu diskutieren. Ohne zu sagen, ja, man könnte ja denken, dass Allah Ta'ala uns für gewisse Vergehen bestraft, ist völlig plausibel, akzeptabel. Das verstehe ich auch. Aber dass er für mich für etwas bestraft, was nicht in meiner Hand liegt, sie könnte vielleicht sogar sagen, gut, wenn das so ist, warum ist dann der Selbstmord nicht erlaubt, dass ich mich umbringe, bevor ich dieses Alter überhaupt erreiche? Selbstmord verbietest du auch. Und wenn ich dann in das Alter gekommen bin, dann wird mir das Paradies vorenthalten. Aber die Frau hat sich nicht so geäußert. Die Frau hat dann einfach als Realität und als Fakt angenommen, wenn er es so sagt, dann ist es so. Und weil sie nichts mehr tun konnte, sagt der Überlieferer, fawallat tabki. Sie ging einfach weinend fort. Man muss sich in ihre Situation stellen. Sie denkt sich, ich kann nichts tun als weinen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lässt sie wieder kommen oder ihr ausrichten. Er sagte, das Paradies betritt kein Greiser, denn Allah Ta'ala sagt, oder keine greise Frau, denn Allah Ta'ala sagt, inna ansha'nahunna insha'a, faja'alnahunna abkara. Wir haben sie derart entstehen lassen, also im Paradies, diese Frauen, und sie zu Jungfrauen gemacht, also in einem jungen Alter.